Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 thank you Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch. Heute ein Bouquet an Themen zusammengestellt. Und zwar American Airlines priorisiert bei Upgrades nicht die Statuskunden, sondern die eigenen Piloten. Das führt auf beiden Seiten zu Irritationen. Dann haben wir, wo ich gerade sagen, Frankfurt, Leipzig, Leipzig Halle, so heißt der Flughafen und auch Dresden. Streik, dort gibt es Stress mit der Belegschaft und wir haben Airbus Lieferverzögerung in 2024, Lieferkettenprobleme gehen weiter voran. Wir haben äh, Swiss, die fliegen im Sommer 2024 zum ersten Mal nach Seoul, nach Südkorea. Und wir haben äh, Lufthansa First Class Lounge, da soll sich was ändern, also First Class Terminal um ganz genau zu sein in Frankfurt, aber what the heck, was wollen sie denn ändern? ich bespreche das, was mir da so einfallen würde, eventuell. und wir haben noch mal ein thema, und zwar heute das fokusthema wir konzentrieren uns auf die lounge der zukunft. was soll eine lounge können? was erwarten wir von einer lounge? und vor allem wird das irgendwann mal vielleicht in einer lounge auch mal besser als immer nur schlechter? Ihr könnt den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like da lassen und vor allem auch daran denken, dass ich nicht alle Themen genannt habe, wie mir gerade auffällt. Kommentiert trotzdem unten und äh, denkt dran, dem Kanal viel Spaß zu bringen, indem ihr beim Stammtisch vorbeikommt und wir uns auch alle mal persönlich wieder sehen oder kennenlernen, falls wir uns nicht persönlich kennen. Also, jetzt geht es direkt ins Eingemachte und das Bild ist schief. Wie kann das denn passieren? So. Da stört doch etwas hier. Da haben wir das Setup und die Sonne scheint. Man merkt, es wird hier Sommer ähm, durch die Bäume. Interessantes Setup habe ich gerade festgestellt, wenn die Sonne hier rumkommt. Ähm, um 2.51 Uhr in Helsinki Zeit. Ja, also jetzt geht es direkt wirklich los. Und zwar American Airlines macht von sich äh, Reden, indem man den äh, Piloten ein Upgrade gibt, beziehungsweise einen Sitzplatz an der First Guys gibt, bevor man einem Statuskunden ein Upgrade gibt. Und das ist so, dass es natürlich ein ähm, Thema ist. Äh, und zwar auch, wenn man halt so guckt, wie zum Beispiel äh, Fly, äh, Fly Guys Cabin Crew Lounge. Das ist ja eine der Riesengruppen auf Facebook. Die haben da einen Tweet gepostet und den möchte ich euch vorlesen. Now that the Pilots get upgraded to First Class Ahead of Passengers is Top Elite Status Worth It. Hier seht ihr das auch. Ähm, wurde auf Boarding Area gemacht, aber das kommt von der Cabin Crew Lounge ähm, von The Fly Guy. Ehemaliger Emirates ähm, Cabin Crew, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ich bin mit ihm auch mal geflogen, hat mich mit ihm unterhalten. Viele Jahre ist es her. Also, auf jeden Fall ist es so, ähm, ihr seht an dem Tweet, die Leute, was ist das aber im Tweet, ja, nennt man doch so, ne? Auf X ist das doch noch ein, aber hey, was <laughs> ist heute Twitter, morgen X, danach nix oder so. Auf jeden Fall ähm, seht ihr, dass man dort nicht happy ist. Das Problem, was dadurch entsteht, ist für die Kunden natürlich, hm, wir sind nicht mehr so wichtig und so weiter und so fort. Aber die Frage ist halt wirklich, ähm, ist das so schlimm? Und die andere Sache ist, haben wir ein Recht auf Upgrade? Und das ist so halt diese kulturelle, dieser kulturelle Unterschied in den USA. In den USA ist ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, direkt in die First Class abgegradet worden. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die ganzen Tickets zum Beispiel. Von den Leuten, die einen Elite-Status äh, haben oder einen hohen Status haben, die haben Economy gekauft und haben sich dann in die First Class upgegraded. gibt ja keine Business-Class, oder also die es Business manchmal First, aber es ist ja eher eine etwas bessere äh, Premium Economy, wenn man ehrlich ist, wenn man die Sitze sieht und so weiter. Und vor allem in den USA geht ja auch der Trend zurück. Aber nichtsdestotrotz ist es so, man hat sich kannibalisiert und in dem Vlog. Hat man dann natürlich zum Beispiel jetzt, das war Philadelphia nach Orlando, das sind zwei Stunden, sich darüber beschwert, dass man da nicht das Upgrade bekommen hat. Aber da sage ich doch ganz ehrlich, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, ähm, wer in der Business Class oder First Class fliegen möchte, soll sich das Ticket doch kaufen. Und ich verstehe auch die Fluggesellschaften, dass sie halt wirklich nur upgraden, wenn es wirklich da in irgendeiner Art und Weise eine Notwendigkeit gibt aus Operational Reasons, wie das so schön heißt. Heißt also, wenn man dort dann nicht unbedingt äh, den Platz braucht, weil die Economy Class eh nicht voll ist, ja, warum soll man dann upgraded werden? Macht doch keinen Sinn. Und ähm, wenn man die Piloten upgrade, hey, ähm, ich kenne Fluggesellschaften, die schmeißen sogar Passagiere raus für die Piloten. War das nicht auf Thai Airways von Frankfurt oder München nach Bangkok zurück, wenn einer Maschine in die tech gegangen ist? Und da musste äh, einige Passagiere aus der First raus. Es war ja auch für äh, den Verfolger des Königshauses, also den Verfolger der Nachrichten des Königshauses, ja auch mal ein Thema, dass zum Beispiel ähm, seine königliche Hoheit nach Hause geflogen ist von München aus. Und dann wurde die First Class leer gemacht. Die Leute haben ihre Tickets erstattet bekommen, beziehungsweise Cash bekommen, konnten dann später fliegen. Und das ist doch eine, eher eine problematischere Situation. Also wenn ich halt ein First Class Ticket habe und ich kann dieses Ticket dann nicht mehr abfliegen, ich kann es nicht nutzen, dann sehe ich da ein Problem drin. Aber wenn man den Sitzplatz von vornherein für Crew blockt, Finn, er macht das ja auch. Finn, er fliegt ja noch bis Ende März zum Beispiel für British Airways Redleys ab London mit 320ern und die Crews gehen alle in der Business Class nach London. Und die Sitzplätze sind fest geblockt und dann sieht man natürlich die Business Class, die relativ groß ist dadurch, wenn da halt wirklich Leute gehen. Das glaube ich gehen pro Tag, gehen da glaube ich zwei Crews jeden jedes Mal hin und zurück. Und ähm, da ist dem, dem ist also nichts auszusetzen, finde ich persönlich. Aber hier könnt ihr gerne unten kommentieren, ob ihr das als Thema empfindet oder ob ihr sagt, naja, nee, da brauchst du dich nicht drüber aufregen. Ähm, oder da musst du dich drüber aufregen und vor allem die Frage zu beantworten. Hat der Status damit an Wert verloren oder nicht? Oder ist das ein amerikanisches Problem, weil wir es in Europa gar nicht kennen, außer bei Operational Reason? Ich übrigens bin auch abgegradet worden ähm, auf dem Flug von Frankfurt nach Helsinki, obwohl Crew zurückgegangen ist in der Business Class im 350er. Also insofern alles gut gelaufen und den Prozess übrigens gegen die Finn er gewonnen. Ja, ja, danke Matthias. Ähm, so viel zu dem Thema. Hat halt nur ein bisschen gedauert. So ist das halt. Jetzt geht es um Airbus. Bei Airbus dauert es wohl auch etwas, bis die Produktion hochgefahren werden kann. Und zwar ist es so, dass man bei Airbus ja wirklich die Produktion hochlaufen möchte auf äh, 735, äh, 735 Flugzeuge, die man 2023 ausgeliefert hat. Äh, möchte man. Ähm, Gucken, was man da machen möchte, dass man mehr Flugzeuge bringt, und ähm, man hat jetzt aber schon Kunden informiert, dass in 2024 die Flugzeuge nicht so kommen, wie man das so geplant hat. Also, da gibt es Verzögerung. Der Grund ist im Gegensatz zu den Freunden von Boeing kein Qualitätsproblem. Nicht die FAA oder Ersa oder irgendjemand hat gesagt, dass nicht produzieren oder dass eine Produktion nicht erhöhen oder was auch immer, sondern hier ist es so, dass genau bei dem A320. Die bis 2026 den Monatsrat von 75 Flugzeugen angepeilt haben, weltweit oder die 350er von 6 auf 10 pro Monat oder die 330er bereits in diesem Jahr auf 2 auf 3 Einheiten pro Monat hochfahren. Daran seht ihr die Unterschiede in den äh, Bestellungen. Da ist es dann so, dass äh, man damit Probleme halt in der Zulieferkette hat und. Ähm, da bin ich äh, wirklich äh, gespannt, wie das dann doch geht, dass so etwas dann vielleicht auch ein Boomerang werden kann, dass das in der Qualität sich niederschlägt. Ich hoffe es nicht, ähm, aber das ist halt so ein bisschen die Bremse, äh, dass man dort ähm, die Lieferverzögerung hat, weil einige Zulieferer halt nicht die Produktionstaktzahl so erhöhen können. Und ich hoffe, es liegt einfach daran, weil sie sagen, wir können nicht die Taktzahl weil wir die Qualität nicht sicherstellen können und wir wollen damit dann erst langsamer steigen oder warten erst, bis wir es wirklich können und nicht, dass man das macht wie Spirit dann oder wie die anderen dann alle heißen und man einfach liefert, 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 liefert und äh, dann hat man die Kacke am dampfen. Das Thema, wo ich eben grinsen musste, was ich vergessen hatte, das ist das Thema Amsterdam Schiphol und es gibt schon wieder ein Opfer in Amsterdam Schiphol und das ist der ähm, Joint Venture Versuch bzw. die Zusammenarbeitsversuch der äh, CMA CGM Gruppe und der Air France KLM im Frachtgeschäft zusammenzuarbeiten. Aber da gab es ja Probleme in Skipol, weil man ja den Flugverkehr von den 500.000 auf 400, irgendwas 1000, 55.000, glaube ich, war es, äh, Bewegungen reduzieren äh, wollte. Und da ist es so, dass man ja im Mai 2022 die Zusammenarbeit verkündet hat, um da Synergien und alles weitere auszuheben und auszuschöpfen. Und ähm, das Ding ist an einem Veto der Amerikaner gescheitert. Und jetzt sagt ihr, was hat Skipol damit zu tun? Das hat damit zu tun, weil damals die JetBlue, die übrigens jetzt doch nach Skipol fliegen darf und ihren Slot bekommen hat, ähm, sich beschwert hat. Und zwar ist es so, dass man äh, das im Rahmen der Gegenmaßnahmen gegen die KLM macht als US-Regierung. Sagt, hey, wenn ihr die Flugbewegung reduzieren wollt, ist das alles tippitoppi, aber ihr könnt unsere Fluggesellschaften nicht damit reinziehen. Und damit machen wir das dann so, dass wenn ihr keine Slots mehr für uns vergebt, weil ihr die. Slots reduziert, dann geben wir euch auch keine mehr. Und äh, damit haben sie dann da als nächsten Schritt dann auch gesagt, nö, da geben wir auch ein Veto ein und sagen, ihr macht das einfach nicht. Und das finde ich natürlich dann auch wieder amüsant, ähm, wenn man das sieht. Aber ähm, die CMA, wie heißt es nochmal CMG, C, CMA, CGM ähm, bleiben trotzdem noch in der Air France KLM investiert, obwohl sie aber keinen Sinn mehr sehen, da sich gegen diese Zusammenarbeit zu wehren beim Kartell. Äh, heißt also, man hat dieses Thema anscheinend wohl beerdigt mit der Zusammenarbeit. Und daran sieht man, dass so etwas, wenn man sich als Flughafen oder als Land dazu auserkoren hat, die Welt zu retten, äh, dass man da auch Rückschläge erleiden kann, die dann auch finanzieller Art sind. Wir merken das ja in Deutschland auch. Ähm, ich möchte jetzt nicht von Miele und Bosch und so alle, wie sie heißen, BSF, die alle das Land verlassen. Ja, können wir uns auch in der Sendung drüber auslassen, aber heute wohl nicht. Wir wollen weiter über Fliegen reden. Und Fliegen ist geil, leider ja. Ja, ähm, Swiss, die Swiss Airlines legt ein neues äh, Städtepaar auf und zwar wird das. Ähm Erstmals in 2024 von Zürich mit Kurs auf Seoul, Südkorea geben. Und zwar ist es so: der Flug LX 122 fliegt immer von äh, Zürich dienstags, freitags und sonntags los. Und die Flugzeit von Zürich nach Seoul beträgt 11 Stunden 45 Minuten. Äh, die Flüge nach Seoul mit der Flugnummer LX 123 erfolgen mit Montags, Mittwochs und Samstags zurück. Also erstmal dreimal. Man guckt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich denke mal, was wird denn eingesetzt? Und zwar ein 340 wird eingesetzt als 340-300er, den die Swiss hat. Also ähm, ein betagteres Fluggerät. Aber schauen wir mal, wie das funktioniert und wie, wie das ist. Ich finde das interessant, dass die Swiss nach Seoul fliegt. Ich persönlich finde ja Seoul sehr, sehr geil als Ziel, muss ich leider ehrlicherweise sagen. Leider geil. Wir haben dann Flughafen Leipzig Halle und zwar der Flughafen Leipzig Halle, den man ja eigentlich sehr sehr selten ähm, irgendwie in den Medien hat, ist jetzt wieder in den Medien. Mehr als 100 Abflüge sind betroffen von einem Streik, der 48 Stunden dauert. Und zwar ist das so: der Warnstreik, da geht es um den Passagierverkehr, ähm, haben, also den Passagierverkehr, den sie zum Erliegen gebracht haben. Und zwar sind die Beschäftigten ähm, dort, die wollen natürlich, was wollen sie? mehr Gehalt haben und äh, man möchte die Vergütung um 330 Euro in den kommenden drei Jahren und einen Inflationsausgleich von 2200 Euro zahlen und das findet man nicht toll, da wird jetzt gestreikt ähm, und das Problem ist, dass 1300 Menschen da halt arbeiten und damit das Ganze zum Erliegen bringen. Ist in Deutschland ja so usus, dass man das mittlerweile so macht. Wir haben ja festgestellt, dass zum Beispiel bei der Discover das bei den Piloten funktioniert hat. Die Piloten sind ja mit einem neuen Tarifvertrag gesegnet worden. Also da gibt es dann auch Sachen, die unschön sind, aber besser 100 Flüge in Leipzig, Dresden, als äh, tausende woanders. Also insofern ist jetzt ein kleiner, aber für die Leute, die vor Ort sind, ist das natürlich ein Problem. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann in Deutschland weiter verhält. Ihr könnt ja auch unten kommentieren und schreiben. Jetzt haben wir ein Thema, das... Ähm, 20 Jahre alt ist und zwar die First Class Terminal Anlage in Frankfurt ist 20 Jahre alt. Ich erinnere mich, ist es ist zehn Jahre her, wurde diskutiert, das Ding wird platt gemacht im Rahmen von dem Ausbau, da muss was anderes hin, das muss weg, das kommt wo ganz woanders hin. Dann wollte Lufthansa das rein, also dass man es nur noch als Lounge hat, nicht mehr als Terminal und so weiter und so fort. Aber jetzt aber nach 20 Jahren sagt man, hey, wir wollen umbauen oder was ändern. Oder was neu machen, aber man sagt nicht genau, was man meint. Also es gibt da so eine Gruppe in der Lufthansa, die sagt, dass man dort ähm, was macht. Und ähm, das Thema ist auch für Lufthansa First Class Terminal Frankfurt, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, steht, eine wichtige Veränderung. An. Zu diesem Zweck wurde ein Projekt für die Zukunft der First Class Lounge und Terminal Experience ins Leben gerufen. Langfristige Planung steht hier im Fokus. Horn Circummann und First-Class-Gäste sollen nach den kommenden Jahren ihren Aufenthalt im First-Class-Terminal als ein Highlight ihrer Reise empfinden. Ja, aber was wollen die verdammte Hacke machen? Neugebaut kann es nicht werden. Das ist ja schon gebaut. Innen drin die Ledersessel ändern. Puh. Weiß ich nicht, die sind jetzt, für mich sind die in Ordnung. Ihr könnt ja schreiben, ob er da die Sitze nicht mehr toll findet oder sowas. Also ich finde es okay. Catering hat man ja gerade verschlimmbessert. Da könnt ihr auch schreiben, ob er das Catering jetzt besser findet als vorher. Ähm, dann kann man natürlich noch sagen, ja, hmm, was ist denn eine wichtige Veränderung? Vielleicht, dass alle wieder mit dem Auto zum Terminal gebracht werden und dann wieder raus. Ähm, sowas in der Richtung. Das wäre meine Maßnahme, aber ansonsten fällt mir ehrlicherweise ja nicht wirklich was ein, was geändert werden muss. Die Duschen sind geil, die Badewanne ist geil. Ähm also für mich fällt wirklich nur das Essensangebot in irgendeiner Art und Weise und vielleicht ein bisschen mehr Sitzgelegenheiten an gewissen Stellen, aber. Ähm ich weiß es nicht. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet und was ihr denkt, was in der FCT geändert werden müsste. Ich bin mal gespannt. Ähm, mir fällt nicht wirklich was ein. Also ich bin da mal gespannt. Ihr könnt unten wie immer zu dem Thema schreiben und was dazu sagen. Dann geht es doch direkt weiter mit dem Thema. Und das ist ja auch etwas, was man immer wieder besprechen musste und muss. Da gab es ein Interview mit dem Kollegen von Swissport. Und der Kollege von Swissport hat in dem Interview gesagt, die Lounge der Zukunft ähm, soll nicht mehr kaltes Buffet haben, sondern soll, und das ist, man merkt, dass das ein Österreicher ist, weil er spricht von lokaler Kulinarik und Telefonkabinen haben. <laughs> Im ersten Moment musste ich grinsen, als ich das mit den Telefonkabinen las. Und habe gedacht, hm, Telefonkabine, ja. Hm, 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 hm. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, das macht schon Sinn, weil irgendwie geht einem das schon auf den Sack, wenn die Leute telefonieren. Ich selber habe ja ein äh, ähm, Noise-Canceling-Headset. Ich nehme mir meine Apple Max. Ähm, und ich bin mal gespannt, was man sonst noch machen kann. Ich versuche ja auch immer den Leuten verbal nicht zu nahe zu treten, aber mit meinen Augen den Todesblick zu machen, wenn sie irgendwas mit ihrem Handy und dann am besten noch laut hören, nicht so, sondern so oder mit Anita sprechen. Ja, hallo, 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 hallo zu Hause. Ja, wo bist du? Ich bin in der Lufthansa Lounge. Oh ja, in welcher Lounge bist du denn? Ja, interessiert kein Schwein. Und ähm, dann sagte er auch noch Dinge zum Beispiel, dass ähm, die Orte nicht so immer angenommen werden, wie es dort von den Innenarchitekten gedacht war. Ähm, ja, das stimmt. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die vielen Innenarchitekten nicht auf den Sitzen gesessen haben oder geguckt haben, wo der zum Beispiel der, der Stromanschluss ist. Und, 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 und. Also, dass da wirklich Dinge nicht beachtet worden sind, die man hätte beachten müssen. Und ähm, ich denke mal, dass... Ähm, die Leute eigentlich nur einen ruhigen Platz zum Sitzen haben wollen. Einen ruhigen Platz zum Sitzen, Abstellfläche, dass ich mein Notebook hinstellen kann und dann auch mein Headset anziehen kann, was zu Essen hinstellen kann, Trinken hinstellen kann, Strom habe und einfach meine Ruhe habe. Mehr will ich eigentlich gar nicht von der Lounge. Das mit dem Duschen, ja, das ist nett, äh, nutze ich selten. Könnt ihr ja auch schreiben, ob ihr das nutzt. Dann ähm, hat man jetzt auch eine neue Kundengruppe? Das sind diese sogenannten VIP-Economies. Das sind Leute, die früher Business Class fliegen durften, aber jetzt die Firma gesagt hat: Nee, du fliegst nicht mehr Business Class, muss Economy fliegen. Wir müssen so ein bisschen Geld sparen. Und da ist es so, dass die Leute halt auch jünger werden. Und ähm, immer mehr Millennials die Lounges nutzen. Andererseits ist es so, dass die jenseits der 55 Jahre alt auch die Lounge nutzen. Ich bin noch ein bisschen von 55 weg, aber nur vier Jahre und ein bisschen. Und ähm, der Grund dafür ist, die Leute wollten sich nicht anstecken bei Covid. Deshalb sind sie in die Lounge gegangen, was natürlich auch teilweise schwierig war, aber okay. Ähm, und die Lounge wird immer mehr zu einem Teil der Reisekette. Ich habe Kunden, die zum Beispiel bei uns bei Frequent Trailer Circle auch den Lounge-Zugang zum Beispiel ins swip terminal buchen, weil sie wirklich keinen Bock haben auf Leute. Wir haben auch einen Kunden, der fliegt Private Chat deshalb, weil er sich nicht anstecken will. Alles klar, aber das ist immer noch so ein kleiner Teil. Aber die Lounge-Zukunft ist halt wirklich so, dass halt da nicht mehr ein Wurst-Käse-Buffet kommen soll, sondern ähm, dass man ähm, eine Art Segmentierung macht. Und zwar, dass man eine Lounge für alle Reisenden, ob First Class oder ein First das Gas einer gehobenen Fluggesellschaft nimmt oder eine Familie und so weiter und so fort. Heißt also, dass dann da ähm, erst nach dem Zugang separiert, also verschiedene Areas baut, wie das so schön heißt. Ich weiß es jetzt nicht, ob das ähm, interessant ist, aber ähm, einige Lounges passen ihr Essen ja auch zum Beispiel an. Ähm, war, war das bei Emirates? Ich meine, es war bei Emirates. Wenn Emirates geflogen ist und es war keine Emirates Lounge, wurde in der Lounge auch besseres Essen angeboten, während Emirates da war. Ähm, wo war das denn? War es? In Australien? Ich, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Aber wenn das die Zukunft ist, des Separierens in der Lounge, ja, hurra! Äh, das finde ich jetzt nicht den Stein der Weisen. Telefonkabine finde ich jetzt auch nicht. Lokale Kurinalik. Äh, ähm, kann man natürlich oder oder Gastlichkeit kann man auch verstehen. Das finde ich gut, äh, dass man halt auch weiß, wo man ist. Dass wenn ich halt in, äh, in, in Frankfurt bin, möchte ich natürlich keine grüne Soße haben. Aber dass man zumindest so ein bisschen was bodenständiges Deutsches hat oder wenn man äh, in Amerika es gibt dann Burger oder was. Ich, muss man halt immer abstimmen. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, dass man zum Beispiel überall das Pane Aqua oder diese äh, San Pellegrino bekommt, weil man nicht lokales Wasser ist so. Ähm, aber auch die Telefonkabinen kommen zurück. Das, was er als Spannendes sagte, ist auch, dass man jetzt mit Reservierung in der Lounge arbeiten möchte, eventuell in der Zukunft. Ja, ähm, ich habe es bei Finnair gehabt, ich habe es bei ähm, aspire Lounges gehabt, ich habe es bei vielen gehabt, wo man an der Lounge warten muss. Und selbst bei Lufthansa, in der Senator Lounge musste man warten. Ja, weil die voll war. Ähm, aber da mit Reservierung zu arbeiten. Ja, aber was machst du denn, wenn du stecken bleibst? ohne dass du es vorher wusstest oder wenn du reingegangen bist bist rausgegangen und dann dein Flug gekannt wird kannst du mit rein musst eine Reservierung machen also alles sehr schwierig ähm, natürlich ist der Sinn und Zweck wenn man Reservierung macht dass man den Bedarf steuern kann aber hier sind wir auf euch angewiesen wir das sind bin ich mit frequent Traveler TV und zwar was erwartet ihr von einer Flughafenlaunch? Das ist die Frage des Tages Nummer eins. Was erwartet ihr von einer Flughafenlaunch? Und Frage Nummer zwei ist: Was wäre eine Innovation? Was ähm, ist die Zukunft? Wie sollte das in der Zukunft sein? Oder was sollte dort die Zukunft sein, wie ich es formuliert habe? Und da bin ich mal gespannt, was ihr unten kommentiert und was ihr sagt. Ähm, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als euch zu danken, dass ihr wieder bis zum Ende geschaut habt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Aber auch ganz, ganz wichtig: immer wieder unten kommentieren und zum Stammtisch kommen. Also danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen in Alter und in Frische bei Frequent Traveler TV. Und wenn ich Glück habe, heute nehmen wir noch eine zweite Folge auf. Muss mal gucken, wann wir die senden. Also alles klar, bis dann und ciao. Oh, wir haben den Abspann vergessen. Wir haben den Abspann vergessen, hier Abspann.